Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Und heute sind wir auf dem Weg zu unserem Berg hier. Der ist nicht ganz so hoch, wie ich gedacht habe. Aber, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich denke, ich habe es irgendwann schon erwähnt, nebensatzmäßig, und wie ihr sehen könnt, hier oben hat unser Berg ein Loch, denn unser Berg ist nicht nur ein Berg, sondern ein Vulkan, größtenteils inspiriert durch Scars Vulkan in der Hermitcraft Season 5, 6, 6 war es, glaube ich. Und heute wollen wir den nächsten Schritt machen, nämlich hier den oberen Teil fertigstellen, der ein bisschen dunkler ist als der Rest des Steins. Vielleicht auch ein paar Magma-Blöcke. Und dann irgendwo runter werden wir einen Lavastrom haben. Ich weiß nicht, entweder darüber oder vielleicht auch darum. Das entscheidet sich auch ein bisschen, wie die Lava fließen will, so dass es dann am Ende gut aussieht. Aber ich denke, ich platziere mal hier ein paar Schalkerboxes, wo ich ein paar verschiedene Farben an Terrakotta drin habe für den oberen Teil hier. Offensichtlich ist der erste Schritt für unseren Vulkan, hier oben etwas draufzusetzen, was furchtbar aussieht. Insbesondere wenn wir das von dieser Seite hier anschauen, hier viel zu steil und nicht wirklich so, wie wir das eigentlich dann haben wollen. Und hier hochzukommen, das ist ein bisschen Parkour, hoffe ich zumindest, dass es da einen Weg nach oben gibt. Ja. Aber ich denke, das hier ist einfach mal der Backdrop, wo wir dann die anderen Blöcke Stück für Stück ersetzen. Und ich denke, was mir hier vor allem wichtig ist, dass wir oben ein wenig mehr Struktur am oberen Ende habe und dass es nicht so alles auf einer Höhe endet. Und vielleicht auf der Seite da drüben, da muss ich noch etwas nachbessern. Aber ich gehe das Block für Block an. Wie ihr sehen könnt, habe ich ein paar Blöcke ausgetauscht, verschiedene Farben an dunklem Terrakotta, auch den Stein hier und da etwas weiter nach hoch gezogen und zu guter Letzt auch ein paar Magma-Blöcke mit reingebracht. Und das Ganze sieht nun doch etwas besser aus. Es ist noch nicht ganz auf dem Level von Good Times with Scar. Auf der anderen Seite kann dieser Vulkan mit anderen Aspekten glänzen, die ich in seinem Vulkan etwas vermische. Letzten Endes, und das sehen wir hier oben, da wo wir die Steinblöcke platziert haben, da werden wir dann auch Lavaströme rausfließen haben, einen da hinten raus und einen da vorne raus. Und wenn ich das richtig sehe,
werden die da irgendwo in der Ebene enden, also nicht ganz bis ans Wasser runterreichen. Hier in der Mitte habe ich mal einen Kessel gebaut. Ich denke aber, wir brauchen nicht so einen großen Kessel, den wir völlig mit Lava füllen, sondern vielleicht mehr so da ein kleiner Lavasee, da ein kleiner Lavasee und der Rest ist dann mehr so Krater, vielleicht mit etwas Rauch. Und wenn ihr den Vulkan von Skar kennt, dann wisst ihr, hier oben, da wird auch noch was kommen. Also wir sind mit diesem Vulkan noch lange nicht fertig. Gleiches gilt auch für unsere Therme und für unsere Lagerhalle und auch für einige weitere Projekte hier in unserer Welt. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal und tschüss!